Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Ex hat eine neue Beziehung. Was sind die Gründe dafür? Erstens hier mit verschiedenen Gründen und auch was du dagegen tun kannst. Mach in diesem Zusammenhang auch den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung. Gib dort an, dass eine neue Beziehung im Spiel ist, wenn du eine Rückeroberung möchtest. Beschreib deine Trennungssituation. Schick mir diesen Test zu, dann bekommst du eine Chancenanalyse und ein 1 zu 1 Coaching wie dieses hier. Wie dieses Video, wo ich auf deine Situation eingehe. Genau, fangen wir auch direkt an. Der erste Grund, der sehr häufig vorkommt, gerade nach Trennung, ist es eben so, dass das Ganze immer mit viel Verletzungen einhergeht. Und es ist die Möglichkeit da, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin dich einfach nur mit dieser Trennung verletzen möchte. Sie möchte zeigen, hey, ich kann auch ohne dich glücklich sein, ohne dich gut leben und ich suche mir einfach direkt eine neue Partnerschaft. Das hast du jetzt davon. Das merkst du vor allem daran, dass er vielleicht oder sie vielleicht sehr verlustängstlich war, sehr weinerlich war, ein großes Vermögen zur Selbstsabotage hat. Weil so wie diese Menschen mit anderen umgehen, gehen sie meistens auch mit sich selbst um. Muss nicht so sein, muss nicht so zutreffen, aber es ist einer der Gründe, die man sehr oft sieht. Der andere will dich einfach verletzen, dir eins auswischen. Gerade wenn dein Gegenüber von dir verlassen wurde, kommt das häufig vor. Genau. Ex hat diese neue Beziehung vorab geliebt. Ist auch ein Grund, der sehr häufig passiert. Das heißt, dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin war schon vor der Beziehung mit dieser Person zusammen. Vielleicht sogar in Form einer Affäre. Dann ist es zur Trennung gekommen und dann wurde das eine engere Beziehung. Erkennt man daran, dass die sich kaum kennen können, dass vielleicht die Trennung eine Woche oder zwei Wochen in der Vergangenheit liegt und direkt eine neue Beziehung drin ist. Und die beiden, wenn man sich ansieht, hat man das Gefühl, dass die sich unfassbar gut verstehen und sehr gut miteinander zurechtkommen. So, also das kann einer der Gründe sein. Nächster Grund, Ex will die Trennung einfach leichter überstehen. Das ist eine sogenannte Rebound-Beziehung. Das heißt, man geht die Beziehung mit jemand anderen ein, um leichter über die gesamte Trennungssituation hinwegzukommen. Wird oft gemacht. Wenn man eine Rückeroberung möchte, man kann davon ausgehen, ist eine Rebound-Beziehung, sind die Chancen auch meistens höher, weil das sind wirklich nur Überbrückungsbeziehungen, um mit dem Schmerzkörper leichter umzugehen. Und diese Beziehung geht auch relativ schnell, relativ häufig wieder auseinander. Also das ist ein möglicher Grund. Das erkennst du daran, dass diese Beziehung nach der Trennung eingegangen werden mit einer Person, von der man weiß, dass diese Person erst frisch kennengelernt wurde, also nach der Trennung, wo man auch sieht, irgendwie passt es nicht so richtig, wo einfach so dieses extrem Lebendige, was man in der Kennenlernphase hat, wo man wirklich auf Wolke 7 ist, nicht so richtig dabei ist. Diese Beziehungen halten auch meistens nicht allzu lange. Auf meinem YouTube-Kanal findest du übrigens zum Thema Rebound-Beziehung noch viele weitere Anleitungen. Ganz wichtig, mach in diesem Zusammenhang auch den Ex-Zurücktest. Ich zeige ihn dir hier oben nochmal. Einfach draufklicken. Gib dort an, dass eine neue Beziehung im Spiel ist. Gib dort deine Trennungssituation an. Da können wir auch feststellen, ob es eine Rebound-Beziehung ist. Und ich kann dir extrem gut in deinem gesamten Rückeroberungsprozess weiterhelfen. Du findest den Test auch in der Videobeschreibung. Genau. Nächster ganz wichtiger Punkt. Ex hat keine Gefühle mehr und sehnt sich irgendwie auch nach dem Gefühl, etwas für den anderen wieder zu fühlen. Also er fühlt nichts mehr für dich. Ihr habt euch vielleicht auseinandergelebt. Das ganze Ding ist auseinandergegangen. Und jetzt sehnt sich dein Gegenüber einfach danach, wieder was zu spüren, wieder mal dieses Liebesgefühl zu spüren. Gerade Beziehungen, die sehr lange gegangen sind, vielleicht 10 Jahre oder mehr, wo irgendwann wirklich die Luft raus ist, da sieht man das relativ oft, dass sie beendet werden. Gerade auch schon in der Phase, wo es beendet wird, geht man vielleicht auch schon mit anderen Männern, Frauen fremd. Und genau, dass man einfach so dieses Gefühl wieder sehnt, dass dieses Gefühl der Verliebtheit. Oder vielleicht hat man irgendwie dieses Gefühl bekommen, direkt nach der Trennung auf einmal gemerkt, wow, das habe ich irgendwie lange nicht mehr so gespürt. Gerade wenn man sich sehr auseinandergelebt hat. Hier ist noch ein Punkt, den habe ich vergessen, den packe ich jetzt hier mit rein. Wenn Ex toxisch ist, da kann man das ein bisschen dazu nehmen. Bindungsängstler. Bei Bindungsängstlern ist es ganz oft so, dass wenn zu viel Nähe entsteht, gerade wenn diese ersten 6 Monate, die Honeymoon-Phase vorbei ist und dieser hormonelle Cocktail nicht mehr durch den Körper schwimmt, von dieser ersten Verliebtheit. Wenn da diese Bindungsangst hochkommt, ist es schon so, der Bindungsängstler, die Bindungsängstlerin möchten was fühlen. Die möchten schon Liebe fühlen und auch Liebe spüren, aber sie können es einfach nicht, weil einfach extrem viele Ängste dahinter arbeiten. Und das sorgt dann eben dafür, dass man sich, wenn die Beziehung eine gewisse Zeit läuft, wieder umso mehr nach diesem Gefühl der ersten Verliebtheit sehnt. Und dann geht man meistens durch die Bindungsangst immer mehr auf Abstand. Oft reagiert der andere auch
verlustängstlich, geht immer mehr aus der Beziehung raus und sucht sich dann wieder neue Beziehungen, um eben diese Liebe wieder spüren zu können. Und oft entstehen dann eben auch bei bindungsängstlichen Beziehungsmustern ganz oft dieses Phänomen, dass man sich direkt neue Beziehungen sucht, um eben wieder irgendetwas zu fühlen, irgendetwas zu spüren. Auch wenn es paradox klingt, weil Bindungsängster klingt das so, der hat keine Lust auf Menschen, auf Beziehungen und Co. und zieht zurück. Nein, die sehen sich sehr nach Liebe, sie können sie nur nicht leben. Und sobald sie eben lebbar wird und einer Beziehung zu viel Nähe entsteht, geht die Bindungsangst los, sie gehen raus und suchen wieder diesen Kick aus dieser ersten Verliebtheitszeit. So, also da sieht man das relativ oft. Nächster Punkt, Ex ist einfach nur toxisch. Da geht es dann sehr viel um Bestätigung. Also er sucht eine neue Beziehung, weil er einfach das eigene Ego bestätigt sehen möchte. Vielleicht hast du ihn verlassen, sie verlassen oder andersherum. Das heißt aber auch, dass man wieder zurückgeworfen wird in Einsamkeit und dass man Zufuhr, so nenne ich es einfach mal, braucht. Und dann wird relativ schnell eine neue Beziehung gesucht, um eben diese Zufuhr zu bekommen. Ganz wichtig, kann bei dir vielleicht vorliegen, das ist sehr wichtig, dass du dich schützt. Schau dir einfach mal das Thema Red Flag bei toxischen Beziehungen an, setz dich damit auseinander und gleich das ab, ob das vielleicht bei dir zutreffen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich in deine Co-Abhängigkeit auflöst, diesen ganzen Kreislauf, diesen toxischen Kreislauf durchschaust, warum du in so einer Beziehung bist und auf dieser Basis vorgehst. Genau. Nächster Grund ist, die neue Beziehung gibt ihm irgendetwas oder ihr irgendetwas, was er oder sie sich bei dir eigentlich ersehnt hat und bekommen wollte, aber nicht bekommen hat. Das kann natürlich wahnsinnig viel sein. Es kann emotional sein, es kann vielleicht auch materiell sein, das kann etwas mit dem Lifestyle zu tun haben und so weiter. Da gibt es ganz viele Dinge. Das kann auch einer der Gründe sein. So, jetzt möchte ich noch auf weitere 5 Punkte eingehen, die in so einer Situation für dich grundsätzlich ganz wichtig sind, wenn der Ex-Partner eine neue Beziehung eingegangen ist, neben den Gründen. Erster Punkt, immer warten, bis es in der neuen Beziehung nicht mehr so gut läuft, bis es dort kriselt. Die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn der Ex die Ex toxisch ist, dann gelten wieder andere Regeln. Auch in diesem Zusammenhang wirklich den Ex-Rücktest aus der Videobeschreibung machen. Da kann ich mir ganz genau deine Situation anschauen, dir dann auch sagen, was auf dich zutrifft. Ist dein Ex toxisch oder nicht? Ist das eine Rebound-Beziehung? Was solltest du jetzt tun? Kriegst du wirklich ein Video von so 1 bis 2 Minuten wie dieses hier, wo ich mit einer Situation anschaue, dir das Video zuschicke und dir genau sage, das trifft bei dir zu, das solltest du jetzt machen. Genau, also ganz wichtig, in ganz vielen Fällen ist es so, immer warten, bis es kriselt. Wenn du dich jetzt einmischst in die Beziehung, wird es nicht besser. Der Ex-Partner, die Ex-Partnerin geht im schlimmsten Fall immer mehr auf Abstand und zieht sich immer mehr zurück, um sich eben am Ende vor dir nicht zu schützen, aber vielleicht auch die neue Beziehung zu schützen. So, oft ist es auch so, dass das Gegenüber die neue Beziehung dann sagt, hey, mit deinem Ex willst du nichts mehr anfangen, das ist vorbei, du gehörst jetzt zu mir, bitte brich den Kontakt ab und so weiter. Deswegen da ein bisschen raushalten. Im besten Fall, und das ist der nächste Punkt, in einen reduzierten Kontakt gehen. Das heißt, die Kontaktimpulse gehen nur noch von deinem Gegenüber aus. Da kannst du dieses Einmischen vermeiden und du gibst erstmal die Verantwortung an dein Gegenüber ab. Wichtig, wenn dieser Kontakt durch den reduzierten Kontakt möglich ist, ist das erstmal sehr gut. Aber es sollte vom Gegenüber ausgehen und du solltest auch für dich schauen, wie weit du da gehen kannst. Ob dir das vielleicht zu viel ist, ob dir das wehtut, ob es dir nicht gut tut und so weiter. Wenn es dort nicht mehr so gut läuft, dann steigen automatisch auch die Chancen darauf, dass dein Gegenüber wieder näher auf dich zukommt und sich auch wieder ein bisschen näher mit dir auseinandersetzt. Und deswegen immer warten, bis es dort kriselt, das im Hinterkopf behalten. Viele rennen in so einer Situation extrem hinterher, weil sehr starke Verlustängste aufgelöst werden. Das ist sehr wichtig, mit den Verlustängsten zu arbeiten. Meine Suchfunktion nutzen von meinem Kanal, dort Verlustangst auflösen eingeben, dann bekommst du eine ganze Guide, in der ich ganz genau erkläre, wie du Verlustängste reduziert bekommst. So, genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Der Kontaktumgang nach der Trennung. Wir haben jetzt ja hier schon einen reduzierten Kontakt genommen. Aber wie gesagt, es ist immer individuell. Das ist alles sehr pauschale Anlage. Am Ende ist es immer individuell. Deswegen den Ex-Zurücktest machen, dass ich mir deine Situation persönlich anschauen kann. Genau, also der Trennungsgrund hat einen riesengroßen Einfluss darauf, wie es für euch beide jetzt weitergehen sollte. Wenn es zum Beispiel so ist, dass nicht nur der Trennungsgrund, auch der Grund für die neue Beziehung, es geht oft miteinander einher, dass der Grund so ist, dass du dich falsch verhalten hast, ganz toxisch verhalten hast, Fehler gemacht hast und jetzt muss der Ex eine neue Beziehung eingehen, eine Rebound-Beziehung, um leichter über dich hinwegzukommen, die gesamte Trennungssituation leichter zu verarbeiten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Ex, die Ex
dass du Vertrauen aufbaust, Vertrauen schaffst. Das heißt, in den Rückzug gehen, warten, gegebenenfalls kannst du auch sogar Kontakt auslösen in solchen Situationen. Es kommt eine positive Resonanz. Das muss man sehr vorsichtig austesten, was da geht, was da nicht geht. Und dann sieht die Strategie wieder anders aus, als wenn zum Beispiel der Ex-Partner, die Ex-Partnerin jetzt toxisch ist, auf dich wieder zukommt und du weißt, das ganze Spiel wird hier wieder gespielt. Da ist eine Mixtur aus Bindungsangst dahinter, die wieder in die Verlustangst rausgeht und Manipulation und Bestätigung vom Ego. Es geht hier aber nicht um mich und auch nicht um Liebe. Da geht es wieder ganz anders aus. Dann solltest du im schlimmsten Fall sogar mit einer Kontaktsperre oder im besten Fall sogar mit einer Kontaktsperre arbeiten. Du siehst also in Sachen Kontaktumgang, ja, hängt sehr viel vom Trennungsgrund und von dem Grund für die neue Beziehung ab. Wenn es zum Beispiel so ist, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich eigentlich noch liebt und noch Gefühle für dich hat, aber sich auch niemand anderen verliebt hat und diese Person auch liebt, euch beide liebt, ja, dann kann es wirklich sinnvoll sein, da noch eine Brücke beizubehalten. Denn wenn es dann nicht mehr so gut läuft in dieser Beziehung, selbst wenn man mit einer Freundschaft arbeitet, geht es ganz schnell, dass ihr wieder zusammenkommt. So, aber es hängt eben davon ab, dafür den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung machen, damit ich mir deine Situation ganz genau anschauen kann. So, ganz wichtiger Punkt, renne in so einer Situation niemals hinterher. Bleib extrem cool und ganz wichtig, konzentriere dich voll und ganz auf dich selbst, auf deine Situation, auf deinen Rückeroberungsprozess. Ist ganz, ganz wichtig. Also, statt diesem Impuls zu folgen, ich brauche jetzt den Ex, die Ex, um glücklich zu sein und aus diesem Impuls heraus hinterher zu rennen, weil du gerade unglücklich bist und du wieder glücklich sein möchtest, konzentriere dich darauf, wie du nur mit dir allein in deinem Leben jetzt glücklich sein kannst. Auch diese Selbstzufriedenheit, diese innere Zufriedenheit ist für den Rückeroberungsprozess ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dann in einer sehr starken Unabhängigkeit bist. Genau, der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, erwarte dir nichts. Also erwarte nicht, dass die Rückeroberung jetzt funktionieren wird. Erwarte nicht, dass jetzt alles gut wird. Erwarte nicht, dass erwarte gar nichts. So, geh raus aus dieser Erwartungshaltung, rein in den Fokus auf dich. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Es ist wichtig, weil gerade so eine Situation ist nicht immer einfach. Oft sind es auch Beziehungen, die tatsächlich vielleicht besser sind als die Beziehung mit dir. Das kann man alles nie vorhersagen. Oder wo der Ex, die Ex, sag ich mal so, glücklicher ist. Ja, wo sich vielleicht auch was Langfristiges ergibt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir eben nach Möglichkeit nichts erwartest, sondern dass du dich einfach nur auf deinen Prozess konzentrierst und eine Rückeroberung, alles andere kann passieren. So, kann passieren, muss aber nicht. Dadurch hast du nochmal grundsätzlich von Anfang an ein sehr starkes Mindset, das auf dich fokussiert ist. So, das, was wirklich wichtig ist, nicht so sehr auf das, wie du den Ex oder die Ex zurückerobern kannst. Genau. Mach ansonsten den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung, damit ich mir deine Situation anschauen kann. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. Ich helfe dir da gerne weiter. Und lass mir gerne ein Abo da, ein Like, da würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Video.